Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, schönen guten Morgen, Herr Sperl. Grüße nach Österreich. Von wo aus sprechen Sie? Wo erreiche ich Sie gerade? Hallo, guten Morgen. Ja, ich spreche gerade aus Vöcklabruck. Das ist so im Seengebiet von Oberösterreich. Also so Gmunden in der Nähe kennt man vielleicht. Ja. Ja, kann man da gut segeln oder Kanu fahren? Oder was macht man da im Seengebiet? Ja, oder? Man könnte. Ich hab sogar irgendwann mal so einen Grundschein gemacht vom Segeln, aber leider dann nie wieder wiederholt. Jetzt habe ich es leider jetzt nicht vertieft. Aber könnte man machen. Also es gibt viele Leute, die hier segeln oder wandern. Wandern, das ist das eher, was ich mache. Wandern oder Radfahren, das geht ja hier natürlich gut. Ja, prima. Ja, schön. Wir haben uns kennengelernt, weil Sie mir eine E-Mail geschrieben haben, in der Sie mir eine App vorgestellt haben, die im Grunde das, was wir an der Speed Learning School den Leuten in Kursen beibringen, so im Training vorstellt. Ich hatte die auch schon mal tatsächlich von Florian Wurm, kennen Sie vielleicht auch. Ja, genau, mit dem arbeite ich auch zusammen. Mhm. Genau. Von ihm habe ich die auch mal empfohlen bekommen und dann dachte ich, bevor ich jetzt erzähle, wie toll diese App ist, holen wir quasi den Entwickler, quasi den Steve Jobs des Speed Learnings. holen wir mal an der Ehre. Genau. Erzählen Sie mal, wer sind Sie, was machen Sie und wie kommen Sie dazu, eine Speed Learning App zu programmieren? Ja, also wie gesagt, mein Name ist Daniel Sperl und ich bin grundsätzlich Entwickler, also Softwareentwickler und habe einen großen Teil meiner Entwicklerkarriere unter Anführungszeichen mit Spielentwicklung verbracht, im Sinne von so Werkzeuge für Spielentwickler zu machen oder selbst kleine Spiele zu entwickeln. Und das Thema Gedächtnistraining und Gedächtnistechniken ist mir aber schon längere Zeit eigentlich auch so ein Herzensthema, was mich beschäftigt. Und ich habe da auch schon viele Bücher drüber gelesen und Podcasts gehört, natürlich, und solche Geschichten. Hatte aber immer dann das Problem, dass ich zwar diese Techniken dann vorgestellt bekommen habe, aber mir irgendwie die Motivation gefehlt hat oder die Möglichkeiten gefehlt haben, das richtig zu üben. Da habe ich immer gedacht, es wäre doch cool, wenn es da eine App gibt, mit der man das dann üben könnte. Das war der eine Punkt, also der Motivation für die App. Und das andere, ich habe in der Schule, also in meiner Schullaufbahn, wirklich nichts von diesen Techniken gehört. Und das hat mich dann nachher, wie ich es dann erfahren habe, dass solche Sachen gibt, total gewurmt, dass das doch nicht sein kann, dass man eine ganze Schullaufbahn durchmacht. Und ich habe wirklich so jeden Fehler gemacht, den man beim Lernen machen kann. Also ja, gepaukt, wie man es halt gewöhnt ist. Und das wäre mir sicher so viel leichter gefallen, also gerade so Vokabellernen oder so, wenn ich damals diese Techniken gekannt hätte. Und so habe ich mir gedacht, ja, versuche ich mal die Zielgruppe der Schüler und Studenten, wobei es nicht nur für die geeignet ist, aber für die war es mal ursprünglich auch gedacht, dass ich die dort abhole, wo sie sind, nämlich am Handy. Das nicht nur heißt, okay, das Handy ist schlecht und muss man im Schuleingang abgeben, sondern dass man auch mal was Positives damit machen kann. Und da hat sich das einfach angeboten. Da habe ich mir gedacht, versuche ich mal, wie ich das hinkriege, so eine App zu bauen. Auch mit dem Nebengedanken dann, dass ich selbst dann was habe zum Üben. Also, dass ich die Technik dann selbst endlich mal anwenden kann. Und jetzt haben Sie ja, also ich habe die App natürlich dann, nachdem Sie sich nochmal gemeldet haben, auch viel intensiver mal durchgeguckt. Und ich bin ja ungeduldig. Ne? Also ich habe dann gedacht, ich rutsche da schnell durch und dann heißt es dann irgendwann, okay, hat nicht so gut geklappt, aber wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Aber irgendwann haben Sie tatsächlich einen Punkt eingebaut, wo man eine Burg erobern muss, sozusagen. Und die kann man tatsächlich nur erobern, wenn die Technik klappt. Ich habe dann gedacht, okay, ein Fehler oder zwei Fehler wird die App schon zulassen, aber nein, man muss mit null Fehlern durch. Ja. Und ich habe das, genau. hab das so wie viele wahrscheinlich mit Apps arbeiten. Ich habe das ja zwischen Tür und Angel gemacht. Ich kenne das von früher, als ich noch mit Duolingo versucht habe, Sprachen zu lernen. Da war man dann irgendwie auf dem Parkplatz, während die Frau gerade irgendwie einkaufen gegangen ist und hat dann versucht, so schnell irgendwie was zu machen. Ne? Das funktioniert bei der App ab einem gewissen Punkt tatsächlich nicht mehr, sondern man muss sich wirklich hinsetzen, man muss sich konzentrieren, man muss sich die Technik, die man gerade vorgestellt hat, nochmal gedanklich herholen, um dann nicht nur eine Abfolge von Wörtern zum Beispiel durch Assoziationstechniken, dann Gesichter merken, Namen merken,
Das ist intensiv dabei und das Major-System, also die Konsonantentechnik, heißt bei mir im Buch. Und das finde ich sehr gut gemacht, weil man dann tatsächlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich entscheiden muss, lasse ich es jetzt liegen oder habe ich für mich den Anspruch, es tatsächlich richtig zu machen. Ja? Und Genau. dann ist man ja, dann kommt man auch an den Punkt, an dem man merkt, jetzt hat es was gebracht und dann kommt natürlich auch völlig legitim dann irgendwann ein kleiner Obolus, den man entrichten darf, um einfach dann auch den Entwickler zu unterstützen. Ja. Genau. Ja, das habe ich schon kurz zusammengefasst. Durch das, dass ich aus der Spielentwicklung komme, ist natürlich das Thema Gamification, wo ich mich zu Hause fühle. Jetzt gibt es natürlich auch so Sachen, eben zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, diese Burg, die man am Schluss erobern muss, diese Festung. Da bin ich ein bisschen an Super Mario orientiert. Für alle, die das noch kennen, da hat es ja immer am Ende von jeder Welt hat so eine große Burg gegeben und da musste man dann, ja, spannende Musik und dann kam dann der Endboss, der Bowser. Das ist so die Idee, wo die Burg herkam. Und da ist dann wirklich so, habe ich mal eben gedacht, ja, dass man am Schluss wirklich am Ende jedes Kapitels auch wirklich beweisen muss, dass man die Techniken kann, bevor man weitergeht, weil alles, was danach folgt, baut ja dann darauf auf. Also die App vermittelt ja verschiedene Techniken und die sollte man auch schrittweise auch können. Und jetzt habe ich da immer so diese Punkte eingebaut, wo man dann auch beweisen muss, dass man es kann. Meistens ist es vorher im Kapitel so, dass ich da nicht so streng bin. Also bei den meisten Übungen habe ich so gemacht. Zunächst gibt es eine Erklärung des Themas. Also man spricht mit dieser bisschen Erklärung, man spricht in dieser App mit einem Tutor, der Nemo. Das ist so eine Comicfigur, die erklärt einem die Themen. Und nach jeder Erklärung kann man das dann gleich ausprobieren. Und wenn man dann hier Fehler macht, dann ist es meistens so, dass er sagt, ja, na, schau, man könnte hier und hier, könnte es vielleicht noch verbessern, aber macht nichts, mach mal weiter, es geht ja ums Üben. Also, dass wirklich der Spieler da die Motivation nicht verliert, weil es ist ja weiterhin ein Spiel und das muss ja niemand perfekt machen. Im Gegenteil, man lernt ja auch aus seinen Fehlern, deswegen passt das ja gut. Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, von wegen, man muss sich Zeit nehmen für das Ding, das stimmt und das ist auch sicher was, wo wahrscheinlich einige Leute ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der App. Im Vergleich zu den anderen Apps, die man halt gewöhnt ist auf dem Smartphone, muss man sich hier wirklich Zeit nehmen und die Ruhe nehmen, weil es sind halt Gedächtnistechniken, das bringt man nicht weg. Also auch beim Lernen brauche ich ja Ruhe und muss konzentriert arbeiten. Und wenn ich jetzt so neue Dinge lerne, dann kann ich das nicht machen irgendwo so auf der Bushaltestelle oder sowas, sondern man hat gute Kopfhörer, die das alles abschirmen Ja, vielleicht. genau. Aber Aber jedenfalls muss man sich Zeit nehmen und braucht Ruhe dafür, ja. zeigt auch wieder, dass Multitasking definitiv der falsche Weg ist, um irgendwas effektiv zu lernen. Jetzt frage ich mal so ein bisschen Genau. ketzerisch: Wie merken Sie sich mit dem Major-System Ihre Postleitzahl zum Beispiel? Also wenden Sie die Techniken jetzt auch. Sie haben ja gesagt, Sie wollten das eben für sich auch selbst lernen. Haben Sie dadurch, dass Sie diese App programmiert haben, jetzt gemerkt, dass bestimmte Techniken, die Sie dort auch vorstellen, in Ihrem Alltag integriert wurden, dass Sie sagen, Sie ab sofort kennen Sie den Hochzeitstag oder vergessen nicht mehr die Geburtstage Ihrer Kinder, wobei man das ja meistens auch recht oft auf dem Schirm hat, aber so dann von den Nachbarn. Ich bin jetzt gerade heute früh zum Beispiel vom Brötchen holen gekommen, habe gesehen, dass meine Nachbarin Geburtstag hat, bin spontan rausgesprungen, habe ihr mit der Ukulele ein Ständchen gesungen, ja. Weil sie wird Super. jetzt nie wieder dieses Bild aus dem Kopf kriegen, wie ich völlig unrasiert und wild gestylt in den billigsten Klamotten rausspringe und mit der Ukulele, die wahrscheinlich noch nicht mal gestimmt, weil ich Happy Birthday gesungen habe. Also das ist auch merkwürdig und sie wird jetzt immer dieses Bild im Kopf haben. Haben Sie das Gefühl, dass durch das Perfekt. Programmieren der App bei Ihnen da jetzt die ein oder andere Gedächtnistechnik so ans Herz gewachsen ist auch und so oft wiederholt wurde, weil sie sich überlegt haben, wie man das aufbereiten kann, dass sie dadurch schon selbst diese Techniken verinnerlicht haben und sie auch anwenden in der Praxis, im Alltag? Ja, zum Teil. Also es ist wirklich so, wenn man so diese Techniken versucht zu vermitteln und Text beschreibt und sich Übungen dazu überlegt, alleine da entsteht natürlich ein ganz anderer Blick auf diese Techniken, sodass man sich schon auf alle Fälle besser merkt. Aber trotzdem gehört dazu, dass man sie wirklich im Alltag anwendet, finde ich, oder hat sich bei mir gezeigt, ist es trotzdem unumgänglich, dass man es wirklich regelmäßig übt, dass ich immer wieder diese Übungen mache. Und da hat sich wieder das alte
der Fluch ein bisschen von dem Entwickler gezeigt, man möchte irgendwas machen und dann verbraucht man aber so viel Zeit bei der Entwicklung von dem Ding, dass einem dann die Zeit zum Üben wiederum etwas fehlt. Das heißt, das steht mir echt noch bevor, dass ich die wirklich noch besser übe. Also ich habe jetzt wirklich, durch das, dass ich die App unbedingt mal fertig kriegen wollte, habe ich jetzt wirklich den großen Teil der Zeit mehr dazu verwendet, die Vermittlung der Techniken zu perfektionieren, das ist bei mir selber dann zu üben. Das ist übrigens ein bisschen Abschweif, das ist mir schon mal passiert. Ich habe mal vor ein paar Jahren so eine Game Engine programmiert. Also ich wollte Spiele entwickeln fürs iPhone. Damals schon 10, 15 Jahre her, bis das iPhone rausgekommen ist. Und da habe ich dann als ersten Schritt mal eine Spielebibliothek entwickelt, also ein Werkzeug für Spieleentwickler, damit sie Spiele machen können, weil ich das selbst haben wollte. Ja, und was war der Effekt? Ich habe selbst dann, glaube ich, am iPhone nur 2 Spiele gemacht, weil ich so viel Zeit mit dieser Bibliothek verbracht habe. Macht aber nichts, die ist bei haben dann viele Leute verwendet, insofern war es mir eh recht. Aber ja, das ist mir jetzt quasi das zweite Mal schon passiert. Also die Übung der Techniken möchte ich mir jetzt nochmal Zeit nehmen, das wirklich noch mehr zu vertiefen. Aber natürlich, zum Teil verwende ich sie schon auch im Alltag. Also gerade das Major-System, so Sachen wie die Kreditkartennummer und so, da habe ich schon mal die Zeit genommen, das mir zu merken. So Sachen wie Geburtstage, lustigerweise, da bin ich dann wieder faul. Bei Geburtstagen habe ich sie in meinen Mac-Kalender eingetragen und Apple-Kalender und da pünktlich um 9 Uhr, also meistens, wenn jemand von mir Geburtstagsgrüße kriegt, meistens um Punkt 9, weil da kommt die Notifizierung her. Also da bin ich aber da bin ich noch da faul. Kann ich ihn, da kann ich ihn Da kann ich einen Trick verwenden oder sagen. Und zwar speichern Sie die Geburtstage immer 2 Tage vor dem eigentlichen Geburtstag in Ihr Handy. Dann haben Sie noch die Zeit, eine Karte zu schreiben. Das ist gescheit. Verstehst du? Dann denken nämlich, nämlich alle, der Herr Sperl, der denkt immer an meinen Geburtstag. Der hat den im Kopf. Genau. Ja, der lässt sich nicht von irgendeiner selbstprogrammierten App da erinnern. Genau. Aber das, was Sie gerade erzählt haben, dass Sie so in der App-Entwicklung waren, dass Sie die Techniken quasi dabei selbst gar nicht gelernt haben, das ist ja dieses Phänomen, wenn man was aus einem Fachbuch abschreibt. Ja. Also das, so der Klassiker im Unterricht, man schreibt was von der Tafel ab oder aus einem Buch, man exzerpiert irgendwas, haben Sie ja wahrscheinlich im Studium auch ähnlich gemacht. Hat man das Gefühl, man hat das. Und ich bin im Moment gerade dabei, ein Konzept aufzusetzen, eine Ausbildung zum Speed-Learning-Coach mit Schwerpunkt Fremdsprachen, wo man dann die Möglichkeit, 30 verschiedene Sprachen zu lernen. Und da bin ich gerade dabei, die Dialoge aufzubauen. Und da kann ich mich auch nicht an den Computer setzen und das am Computer irgendwie eintippen, weil mir das nichts bringt, sondern dann nehme ich mir einen Tag frei, gehe in die Sauna. Und dann sitze ich in der Sauna und gehe quasi das erste Verb und die entsprechenden Dialoge durch. Dann gehe ich raus, schreibe es auf, laufe ein bisschen an der frischen Luft rum, nehme das zweite Verb und so habe ich dann im Laufe eines Tages, sagen wir mal so 10 Dialoge rausgearbeitet. Ne? Mhm. Und man muss mich dann auch nicht mit den Leuten so viel unterhalten. Das ist ja meistens nicht so bereichernd da, was da so erzählt wird. Zumindest in der Sauna, in die ich dahin gehe. Und, das ist wichtig, sehe ich auch so, Also es muss im Kopf, muss es abgespeichert sein, bevor man es zu Papier bringt. Das heißt, theoretisch hätten Sie die Techniken vorher lernen müssen, bevor Sie sie zu Papier bringen. Aber mir geht es auch so, ich habe jetzt vor kurzem, es ist das Hörbuch des Buches Speed Learning für bessere Noten in der Endfassung, das habe ich jetzt Korrektur gehört und da habe ich hinterher gedacht, das ist ja eine geniale Technik, ich wusste gar nicht, dass die in meinem Buch ist. Ja, also ich verwende ja hauptsächlich Techniken zum Sprachenlernen meistens oder wenn dann jemand auf Zuruf eben irgendwas braucht. Gestern wieder ein Coaching gehabt, wo jemand gesagt hat, ich muss meinen Mitarbeitern erklären, wie unsere Lagerhalle aufgebaut ist. Aha. Ja, und da eine Speed-Learning-Technik gefragt war. Und dann wird das natürlich entwickelt. Aber das ist schon, ich finde das faszinierend. Ich meine, da würde ja jetzt jeder denken, Sie sind doch jetzt der absolute Gedächtnis-Nerd. Ne? Können sich zur nächsten österreichischen Gedächtnismeisterschaft anmelden. Nein, sicher nicht. Da wird es alleine schon an meiner Nervosität wird's da schon scheitern. Das ist schon daher. Ja? Das ist für mich, glaube ich, das größte Problem, dass ich so nervös wäre, dass sowieso mein Gehirn komplett blockieren würde. Aber das ist wieder so eine Sache. Ja, wenn man viel übt, dann kann man wahrscheinlich auch diese Nervosität, kriegt man ein bisschen eine Sicherheit rein und dann wird es wahrscheinlich gehen. Ja, aber die Phase steht mir noch bevor. Also das, ich, wie gesagt, möchte ich schon noch viel tiefer mich dann mit der App, wenn sie mal endlich so weit ist, dass sie fertig ist, mich da tiefer reinknien und das wirklich
noch mehr auch für mich trainieren. Aber es ist lustig, ja, wenn man, es ist ja auch so, ich bin zum Beispiel auch kein, also wenn du jetzt ein, sagen wir mal, ein Schachcomputer programmierst, musst du als Programmierer, musst jetzt nicht gut sein in Schach, dass du einen guten Schachcomputer schreiben kannst, also die Schach-KI zu schreiben. Das ist irgendwie nicht intuitiv, aber da reicht es wirklich, die Regeln zu kennen. Und dann sind die Fähigkeiten, die man dann dazu braucht, einen Schachcomputer zu oder eine Schach-KI zu programmieren, ganz andere als die, die man dann zum Spielen braucht. Also es hilft natürlich schon, wenn man sich in Schach auskennt und halbwegs gut ist, aber man muss jetzt kein Schachweltmeister sein, dass man einen Schachweltmeister schlagende KI programmiert dafür. Also das ist, es ist immer ein bisschen schräg und unintuitiv eigentlich, wenn man sich das beim Programmieren so überlegt. Ja, ja, also ich frage mich auch manchmal, also es gibt ja so diesen Begriff künstliche Intelligenz. Ich habe jetzt vor kurzem, hatte ich mal ChatGPT so ein paar Fragen gestellt im Podcast, das war ganz nett. Also ich komme immer mehr dazu, es ist eigentlich keine künstliche Intelligenz, weil für mich zur Intelligenz noch mehr Eigenkreativität gehört. Genau. Oder sich zurechtfinden in anderen Umgebungen. Wenn ich jetzt aber irgendein Programm in eine Umgebung packe, die einfach für diese Umgebung oder für dieses Programm nicht geeignet ist, weil es zu heiß ist, zu kalt oder zu feucht, dann kann sich das ja nicht weiterentwickeln. Da findet ja keine Evolution im eigentlichen Sinne statt. Deswegen finde ich, es sind eher virtuelle Assistenten oder virtuelle Assistenzprogramme sozusagen. Und habe jetzt auch vor kurzem tatsächlich ein paar Punkte gesehen, gerade was so Sprachübersetzungen anging, wo man nochmal wirklich auch drüber gucken muss mit Verstand. Und wenn ich jetzt höre, dass es eine Firma gab, ich glaube, Samsung war es, die Firmengeheimnisse an ChatGPT weitergegeben haben, weil sie die Fragen komisch gestellt haben, da merkt man auch wieder, wie wichtig doch die menschliche Intelligenz am Ende ist. Genau. Die Frage, die ich jetzt, bin ich jetzt drauf gekommen, genau. Ja, wenn Sie sagen, ich muss kein Schachweltmeister sein, um eine KI oder einen virtuellen Assistenten zu programmieren, der einen Schachweltmeister schlagen kann, wie sehen Sie dann quasi aus der IT-Sicht die Zukunft von solchen Programmen im Bereich Bildung und Schule? Das interessiert mich mal. Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Ich meine, ich denke mal immer, also wie jetzt eh auch, wie Sie das auch gehabt haben in Ihrer vor ein paar Folgen mit ChatGPT, zum ersten Mal, wenn man mit dem Ding spricht, denkt man sich, wow, was ist da jetzt los? Das ist so wirklich so, also ganz neue Qualität von KI. Dann beschäftigt man sich mehr damit und geht man ein bisschen tiefer mit dem Ding ins Gespräch und dann kommt man dann doch drauf, ja, aber oft sind die Antworten, die sie liefert, doch eher Müll. Ist jetzt die Frage, wie weit sich das entwickelt. Also wahrscheinlich kriegen sie das noch besser hin. Aber es wird trotzdem, glaube ich, noch auf lange Zeit, oder hoffe ich wahrscheinlich, also ist ja doch unsicher, aber ich hoffe es, dass es mehr so als Werkzeug gesehen wird. Also so wie, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wo ich beim Rechnen vielleicht mal den Taschenrechner von meinem Papa geklaut habe, um die Hausübungen irgendwie hinzukriegen und den dann wieder möglichst dort zurückgelegt habe nachher, dass niemand merkt, dass ich ihn benutzt habe. Vielleicht wird es auch einfach so in der Bildung, dass es halt irgendwann draufkommen muss, okay, dieses Werkzeug gibt's. Man versucht, also die Schüler müssen vorher schon mal selber Texte schreiben, aber ab einem gewissen Punkt kann man sagen, okay, man kann sich die Recherchearbeit und die Ausformulierung sich dabei unterstützen lassen von einer künstlichen Intelligenz. Das wäre wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Die Frage ist, wie gut das umsetzbar ist natürlich dann, ja, weil natürlich gibt es immer Leute, die es dann missbrauchen und die sagen, okay, ja, heute brauche ich die Hausübung in 5 Minuten, lasse ich mir kurz verschreiben, druck das aus, lese gar nicht mehr drüber und wird schon passen. Und das darf natürlich nicht sein. Also die Frage ist, ob die Lehrer sich dann die Mühe machen, das tatsächlich alles noch selbst durchzulesen oder ob sie es nicht auch durch eine KI kontrollieren lassen. Das auch. Ja. Das kommt auch dazu. Und, ja, genau. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das einfach in Zukunft, ich meine, wir benutzen ja theoretisch eine Waschmaschine, ist ja nichts anderes als ein Vorläufer einer KI. Ja, keine Frau stellt sich mehr mit dem Waschbrett hier, zumindest in Deutschland oder in Österreich, hin. Also die meisten Frauen, die ich kenne, haben definitiv eine Waschmaschine zu Hause und wenn sie keine haben, dann gehen sie in so einen Waschsalon, ne? Oder zum Nachbarn. Und genauso ist das mit Navigationssystemen. Das hat ja alles unser Leben erleichtert, damit wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Und ich sehe da tatsächlich eine große Chance, dass wenn wir diese ganzen
Ich nenne es mal ganz platt, so wie es Richard David Precht gesagt hat, diese ganzen Bullshit-Jobs, ja, wenn wir die alle von solchen Programmen erledigen lassen, dann können wir wirklich auch kreativ werden. Und Genau, dann, das stimmt. dann kann nämlich in den nächsten 100 Jahren oder 200 Jahren so viel Weiterentwicklung stattfinden, wie in den letzten 2000 Jahren nicht. Also das kann dann noch Ja. viel mehr Geschwindigkeit annehmen. Und diese, ich meine, man erwartet ja immer so viel von der Zukunft. Mein ältester Sohn, der wird jetzt 16 in 2 Monaten, der macht demnächst den Führerschein. Als er noch ein Kind war, haben alle gedacht, wenn er den Führerschein macht, dann wird er in einem selbstfahrenden Auto sitzen. Ja, Oder mein selbst jüngerer, fliegen vielleicht ja genau, mein jüngerer sogar. Sohn Zurück in ist die 6. Zukunft. Mein jüngerer Sohn ist 6, der wird jetzt auch nicht mit einer Drohne abgeholt, um in die Ja. Schule zu kommen. Und der wird auch noch in einem Auto sitzen, das er selbst steuert. Da wird noch kein selbstfahrendes Auto, zumindest nicht in Deutschland, sein. Ja. Ja? Und wir werden wahrscheinlich auch keine Kilometerbeschränkungen in Deutschland haben bis dahin. Ne? Also es gibt einfach Dinge, die Ja. funktionieren vielleicht in China, wie heißt dieser Ort? Shenzhen oder so? Shenzhen? Haben Sie vielleicht von gehört, dieses. Ach so, ja, genau, dieser Hochgeschwindigkeitszug, oder? Nee, Dieser, ich ach meine diese so. komplette Stadt, Ach so, die ah. Zukunft Made in China war ein Buch, das, was ich da vor kurzem, aber es war sehr schwierig geschrieben. Also für meine Ansprüche war es Aha. zu langweilig geschrieben. Deswegen habe ich es im Speed Reading durchgelesen und Aha. deswegen ja, habe ich mal alles Ja. gemerkt. Aber ich denke mir dann, ich frage mich manchmal, hält denn die KI die Menschen für Götter? Also, weil sie ja, weil, ne, wenn wir mal so weit sind, dass wir von einer KI für als Götter gehalten werden, die uns Opfer bringt, die uns anbetet, die für uns so kleine Kirchen baut, so virtuelle Kirchen, die Feiertage einführt und so, an denen sie nicht arbeiten, weil sie uns ja anbeten müssen in der Zeit. Ich finde, dann haben wir wirklich eine KI, die schon ziemlich weit ist. Ja, Das denn. stimmt. Hoffentlich steigt uns das dann nicht zu Kopf. Ja, mit Sicherheit wird uns das zu Kopf steigen, ja, Ja. natürlich, ne? Und das ist dann, träumt dann die KI davon, irgendwann werde ich meinem Meister begegnen, wenn er mich wenn er das Gehäuse auseinanderbaut oder so, ja. Ja, Genau. genau. Ja, Ja, aber kommen wir nochmal da denke zurück ich immer, jetzt. Ja, ganz genau. kurz, denk ich dann immer an, also in dem Zusammenhang, finde ich eine schöne Variante von KI bei Star Trek The Next Generation Data. Das ist ja dieser Androide, der immer so aufschaut zu einem Menschen und dem sein größtes Ziel immer ist, menschlicher zu werden, obwohl das in vielen Bereichen ja so viel besser ist als ein Mensch. Aber das ist so eine Art von KI, wenn wir die hinkriegen würden, dann wäre es, glaube ich, wirklich Ja, genau. für alle positiv, ja. Ich glaube, in Israel gibt es jetzt auch einen Roboter, der einen Ausweis bekommen hat. Der, Wirklich? ja, ich hab einen Bekannten, der hat sich beworben, dass er irgendwann in den nächsten 30 Jahren bei den ersten 150.000 Menschen dabei ist, die auf dem Mars fliegen, um den Mars zu besiedeln. Ah. Als Mann kann man ja theoretisch unendlich alt sein, um da mitzumachen, ne? Aber er hat so dieses Bild, er wird auf seinem Grabstein soll stehen, geboren auf der Erde, gestorben auf dem Mars. Mal gucken, ob es klappt. Und der ist da ziemlich Ja. drin in diesen Themen, schickt mir da immer mal wieder Links, die ich, egal wie sehr ich sie auch für unseriös halte, die dann jeder Recherche quasi auch standhaft Quellen entgegenhalten, die dann Ja. von staatlichen Stellen kommen, ist ganz spannend. Yeah. Ja. Super. Haben Sie denn selbst Kinder, dass Sie. nein, nein, Nein? haben wir leider nicht. Keine Kinder. Okay, denn sonst hat man ja dieses Thema Bildung auch nochmal auf einem ganz Ja. anderen Schirm. Genau. Denn, ja, aber der Punkt ist der jetzt. Jetzt haben Sie erzählt, Sie programmieren Spiele und jetzt ist ja so dieses Thema Gamification. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kennt, ob es das Wort überhaupt offiziell gibt, aber dass man im Grunde Klassenarbeiten in der Schule, das ist das, was wir jetzt an der Speed Learning School peu à peu einführen. Wir haben da jemanden in Mexiko, der für uns jetzt ein Programm erstellt, wie man Spiele programmiert mit verschiedenen Möglichkeiten. Und dann ist Aha. tatsächlich das Ziel, dass wir zum Beispiel den Matheunterricht aufbereiten und dann mit Gaming quasi die Klassenarbeit ersetzen. Aha. Und das ist etwas, ich finde, wenn man sowas für Schulen anbieten könnte, dass man wirklich sagt, wir haben
Sie haben ja sehr viel mit Lateinvokabeln am Anfang gearbeitet, ja, dass man sagt, man nimmt jetzt mal für jede Sprache, die an Schulen unterrichtet wird, die 1000 wichtigsten oder meistbenutzten Vokabeln oder die Wörter, die einfach in den Lehrbüchern kommen, kann man ja mit den Schulbuchverlagen zusammen da eine Liste erstellen. Und daraus macht man quasi ein Spiel, das die Schulen dann verwenden können. Sowas fände ich großartig. Ja. Ja. Ich finde auch, also das ist ein Thema, ich glaube, mit Spielen und Gamification, das zu verbinden und in Schulen anzuwenden, ich glaube, das wäre eine sehr große, hätte man einen sehr großen Hebel, die Schule und das Lernen für Kinder und Jugendliche angenehmer zu machen und effektiver. Dass das Ganze weniger eben Pauken ist, so wie es ich und Sie wahrscheinlich auch damals in der Schule hatten, sondern mehr motivierend. Und da könnte man sicher viel machen. Also gerade jetzt, wenn man sich vorstellt, dass jetzt in immer mehr Schulen Tablets im Unterricht verwendet werden, die ja auch wirklich so einfach zu benutzen sind, also wenn die Software richtig geschrieben ist, aber besteht die Möglichkeit, dass man die Software so macht, dass das wirklich so einfach zu benutzen ist, dass das schon im frühesten Schulstufen verwendbar ist, dann ließe sich viel machen. Das glaube ich auch. Also das finde ich großartig, wenn da mehr passieren würde. Und gerade bei Sprachen. Also das ist wirklich für mich so das Negativbeispiel, wenn ich an meine Schule zurückdenke, wie wir Sprachen in der Schule gelernt haben. Mal, man fängt mit wenig Vokabeln an, dann lernt man mal 1000 Grammatikregeln, dass man wie so am Reißbrett einen Satz konstruieren kann, mit Stift und Lineal am besten. Und dann wird man einmal vor einen Muttersprachler geworfen und versteht nichts, was er spricht und kann ihm außer Ja und Nein nicht mit ihm sprechen. Das habe ich ganz schlimm gefunden. Wo ich mir denke, wäre es doch wirklich viel besser, man würde einfach mal die wichtigsten Vokabeln lernen und dann nur die Grammatik mal nur für Gegenwart. Wenn jetzt irgendein ein Franzose zu mir kommt und rein in der Gegenwart spricht, wenn er sagt, gestern gehe ich in die Schule, habe ich kein Problem damit, das zu verstehen. Wir können uns super unterhalten, da brauche ich keine Zukunft, brauche ich keine Vergangenheit, man kann sich super mit dem Typen unterhalten. Und wenn ich dann gut genug bin und ein paar Erfolgserlebnisse habe, wo ich mit ein paar Franzosen schon gesprochen habe, ja, dann werde ich mir irgendwann die Zeit nehmen, die Grammatik ein bisschen genauer zu lernen. Und wenn ich dann sehe, okay, beim Lesen eines Buchs fällt mir immer auch das sind so komische Varianten dieser Verben, ja, dann schaue ich mir das mal an. Das reicht doch vollkommen. Aber in unserem Schulsystem, Hauptsache man kann Plusquamperfekt und alles und indirekte Rede und so weiter, bevor man noch mit irgendjemandem gesprochen hat, jemals in seinem Leben. Also seltsam. Ich höre gerade den Aufschrei der Französischlehrer am anderen Ende des Podcasts. Ja, also, Entschuldigung, wer hat sich zuhört, aber... Nein, ich muss ein bisschen die Lanze brechen. Tatsächlich reden wir ja häufig, also viel mehr über die Vergangenheit als in der Gegenwart. Und so zu sagen, man hat jetzt einen Satz und man erklärt den Kindern, hier habe ich einen Satz, so wird er negiert, so wird er als Frage formuliert, so bringt man ihn in die Vergangenheitsform, so in die Zukunftsform, nicht in allen Vergangenheitsformen, in einer. Ja. Und auch nicht in allen Zukunftsformen und auch nicht unbedingt gleich im Konditional. So, und einfach der Satz zum Beispiel, ich bin zu Hause, das Wort sein ist ein wichtiges Wort und dann, ich bin nicht zu Hause, bist du zu Hause, ich war zu Hause, ich werde zu Hause sein und dann von mir aus noch, ich bin zu Hause, wo bist du? So, und dann habe ich mal so eine Grundstruktur und dann fange ich an, wie mit einem Baukastensystem zu überlegen, wie möchte ich den Satz denn verändern? Dann bin ich eben nicht zu Hause, dann bin ich in der Schule, im Supermarkt, im Büro, im Urlaub und so weiter. Und dann merke ich plötzlich, dass die Sprache eigentlich logisch aufgebaut ist wie ein Algorithmus in der Mathematik. Ja. Ja. Und dann muss ich auch nicht mehr den Schülern einreden, dass 50% gut in Mathe sind und 50% gut in Sprachen, sondern dass man das dann entsprechend miteinander kombinieren kann. Ne? Und da macht man noch ein bisschen Matheunterricht. Matheunterricht auf Französisch, also bilingualer Unterricht. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch sowas, genau, dass man es ein bisschen verbindet, dass man jetzt sagt, okay, um 9 Uhr rede ich jetzt eine Stunde lang Französisch und danach vergesse ich wieder alles, weil dann ist Mathematik und Biologie dran. Genau. So. Sondern wenn man das etwas verbinden könnte. Und dann gibt es noch einen ganz lieben. Dann eine ganz liebe App mit einem Tutor, der dann immer sagt, ja, das war schon ganz gut, aber probier es beim nächsten Mal so zu formulieren und so. Ne? Genau. Genau, das wäre der Meisterweg, genau, ja. Wenn man das mal hinkriegt. Aha. Ja, es muss auf alle Fälle so ein Mittelweg sein. Also natürlich war das jetzt extrem formuliert mit nur Gegenwart, aber halt jedenfalls nicht diese
diese extreme Variante, was ich in Erinnerung habe aus meinem Unterricht, von wegen die Grammatik ist alles und ja, genau. Das ist natürlich super zum Abprüfen in einer Schularbeit, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das so gemacht wird, aber es ja, hilft also halt dann nicht, wenn man wirklich mal ins Land kommt. Der eigentliche Grund, warum der Schwerpunkt so auf die Grammatik gelegt wird, ist tatsächlich, weil sie an der Fähigkeit, die Grammatik in einer Sprache richtig anzuwenden, den Bildungsstand der Person erkennen. Das heißt, man möchte natürlich, dass die ganzen Akademikerkinder hervorstechen, weil sie eben wissen, wie man ein Plusquamperfekt, weil sie nicht sagen, wir besuchen Oma, weil die hat Geburtstag, sondern weil sie sagen, wir besuchen Oma, denn sie hat Geburtstag. Ja. Und die sagen auch nicht, nächste Woche besuchen wir Oma, sondern nächste Woche werden wir Oma besuchen. Ne? Und die sind auch nicht größer wie der Bruder, sondern die sind größer als der Bruder. Und das sind dann so die kleinen Stellschrauben, die aber sofort einfach von ihresgleichen gehört werden. Ja? Und die wissen noch, wie man die Höflichkeitsform verwendet, die wissen, wie man einfach Bitte und Danke verwendet. Und damit sind sie im Grunde privilegiert, um in bestimmten Kreisen allein nur durch die Art, wie sie sprechen, aufgenommen zu werden. Und das ist der eigentliche Grund, warum es sich dann ab einem bestimmten Bereich lohnt, tatsächlich tiefer in die Grammatik einzutauchen. Ne, um genau dann, wenn man den Zugang zu solchen Kreisen haben möchte, den zu haben. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Gibt es denn eine Möglichkeit, ich frage jetzt einfach mal ganz, ganz unverhohlen, gibt es denn eine Möglichkeit, das, was Sie jetzt als App programmiert haben, als Programm in der Speed Learning School irgendwie zu implementieren, wenn wir uns da irgendwie mal zusammensetzen und einigen? Da können wir uns gerne mal zusammensetzen, ja. Also es wäre sicher irgendwie möglich. Also ich habe die App so entwickelt, dass man sie möglichst leicht auf verschiedenen Plattformen unterbringt. Also im Moment gibt es zum Download für iOS und Android, aber theoretisch würde sie auch auf einem Mac funktionieren oder auf einem Windows-Rechner oder vielleicht sogar im Web. Und so könnte man sicher irgendwas machen, dass die Teilnehmer, die Abonnenten, dass die auch auf die App Zugriff bekommen. Also das wäre sicher toll, wenn wir uns da mal absprechen und schauen, wie wir das reinkriegen können. Sicher gut, weil es ist ja auch so, ich brauche ja auch Feedback. Also das ist ein Punkt, den ich in der App, dieser Entwicklung von der App immer sehr hoch bewertet habe, dass ich möglichst von Leuten, die das ausprobieren, Feedback bekomme und das dann einbaue. Also ich hatte, ich hatte es jetzt sehr lange in der Beta-Phase, wo ich einfach geschaut habe, okay, Leute, probiert das mal aus und sagt mir, wie es euch gefällt und wo noch Probleme sind, was man verbessern könnte. Und das kommt ja auch dazu, wie ich vorher gesagt habe, man muss nicht unbedingt der Gedächtnismeister sein, um so eine App zu entwickeln, aber man braucht halt Leute, die sich damit auskennen. Deswegen auch unter anderem eben die Zusammenarbeit mit Florian Wurm und mit Ihnen. Und dann hat es auch Hand und Fuß. Und deswegen ist je mehr Feedback, umso besser. Umso mehr Leute es verwenden, umso besser wird die App. Deswegen wäre das für mich auch eine große, große Sache, wenn wir das hinkriegen. Genau. Sagen wir gerade mal schon mal, also Memory Quest heißt die App. Wir werden den Link zur App auf jeden Fall auch in den Podcast-Shownotes reinpacken. Wir werden uns im Nachgang einfach darüber unterhalten, welche Möglichkeit es gibt, das zukünftig an der Speed Learning School anzubieten. Jetzt, wenn Sie jetzt jemand hört, hier in den unendlichen Weiten, wir haben ja über 50 Millionen Zuhörer bei jeder Folge, jeder Woche. Ja. Ich breche das immer runter und sage immer, es sind nur 20.000 im Monat. Aber eigentlich sind es ja 50 Millionen, die uns hier immer zuhören in 850 verschiedenen Ländern. Ich kann das ja in den Statistiken nicht mehr sehen. Das wird ja über viele Jahre hinweg gehört werden. Ja, das sind ja Generationen, die hier, also es gibt Menschen, die treffen sich quasi, da kommt die ganze Familie mit 50 Leuten zusammen, nur um den Podcast. Aber Spaß beiseite, ich habe tatsächlich vor kurzem von einem Lehrer in Luxemburg erfahren, dass er mit seinen Schülern meinen Podcast anhört. Ah, super. Ja, da habe ich nur gedacht, das ist ist es ein Kompliment oder es ist ein Kompliment? Ich finde schon. Ich finde, wenn ein Lehrer mit der Schule einen Podcast anhört, dann ist das, glaube ich, schon ein Kompliment. Auf alle Fälle, genau. Ich sehe es auch so. Man hat immer große Freude damit, wenn wirklich was man produziert, dann auch verwendet wird und gehört wird. Und das alleine ist es schon wert, finde ich. Ja. Genau. Jetzt
jetzt hört sich jemand und überlegt sich, Mensch, ich habe da auch gerade ein Programmierungsthema, da suche ich gerade einen Programmierer. Sind Sie freischaffender Künstler? Also kann man sich das vorstellen, Sie sitzen so mit 50 Pizzakartons in Ihrem Büro und sind da so der Programmiernerd? Oder sagen Sie, nee, Sie nehmen überhaupt gar keine Fremdaufträge an? Und falls doch, wo könnte man Sie kontaktieren? Also ich bin zwar schon Programmier-Nerd, das kann man durchaus so sagen, aber mit Aufträgen ist im Moment leider etwas schwierig, weil ich habe eben, also einen Großteil der Zeit, also 50% der Zeit verwende ich eben im Moment auf die App und die anderen 50% arbeite ich bei Schoolcraft. Das sind, einige Lehrer kennen das vielleicht, das ist eine Firma, die macht Arbeitsblattdesigner für Volksschulen, Worksheetcraft, da heißt das Programm. Und bei denen bin ich jetzt so zu 50% angestellt. Und da geht sich da sonst jetzt leider nichts mehr aus zusätzlich. Also da muss ich leider gleich von vornherein absagen. So gerne ich solche Sachen mache grundsätzlich. Also ich bin immer gern neue Sachen ausprobieren. Bin ich immer dabei. Aber zeitlich ist es im Moment schwierig. Also da muss ich vor allem mal die App fertig bekommen. Also weil ich sage, sie ist, das habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt, sie ist jetzt schon im App Store und man kann sie runterladen und kaufen. Aber von den Inhalten ist noch nicht alles drin. Also es ist im Moment etwas günstiger, wenn man in den In-App-Purchase-Bereich kommt, weil noch ein paar Kapitel fehlen. Also an denen arbeite ich noch. Die kommen im Laufe des Jahres. Also bis Ende des Jahres sollten alle Inhalte zur Verfügung stehen. Und dann haben Sie auch schon angekündigt, dass eine englische Version auch möglich ist. Genau. Das ist schon alles vorbereitet. Genau. Also da kann ich sicher einige der Texte selbst übersetzen, aber da werde ich auch noch Hilfe brauchen, weil gerade die Assoziationen, die man so braucht, zum Beispiel ganz am Anfang der App, lernt man die englischen, nicht die englischen, die römischen Kaiser. Und die englischen Kaiser, das würde Donald Trump gefallen. Interessant. Die englischen Kaiser, genau, an wen haben Sie da gedacht? Boris Johnson genau. Und Donald Trump, ja. Oh, ja, genau, oh, die Besten. Nein, also die römischen Kaiser, genau. Und da wüsste ich nicht mal, wie man die ausspricht auf Englisch, genau. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, da die guten Ersatzwörter zu finden. Und solche Geschichten gibt es natürlich dann in der App auf vielen Stellen, aber das wird noch. Also ich habe schon vor, das zu übersetzen. Das wäre schon toll, ja. Ja, oder man ändert einfach das Thema. Wäre das nicht auch möglich, dass man sagt, man passt das quasi dann an und nimmt von mir aus die bekanntesten afrikanischen Stammeskönige vor der Kolonialisierung? Genau. Das ging ja auch, genau. Also das ist sicher möglich. Also das müssen jetzt nicht alle Sprachen immer dieselben Übungen verwenden. Also da könnte man durchaus die Wörter austauschen oder die Themengebiete austauschen. Weil zum Beispiel es ist jetzt später in der App, lernen wir mal die Hauptstädte der EU. Und ja, ob das jetzt für einen US-Amerikaner so interessant ist, da wird man vielleicht dann eher die Staaten der USA nehmen, also die Bundesstaaten. Sieht man dann, ja, also kann man durchaus anpassen. Also jetzt nicht so, dass das ganz streng übersetzt werden muss, dann 1:1. Ja, für die meisten nationalistischen Amerikaner wären die Hauptstädte der europäischen Bundesländer insofern schon wichtig, weil das ja seine Ursprungsherkunft ist. Ne? Das ist wahr, genau. Also genau. Wenn so ein typischer Amerikaner aus Kansas irgendjemanden in seinem Land beschimpft, der soll nach Hause gehen, also ich meine, da kann er eigentlich auch vor dem Spiegel stehen. Ich meine, das ist ja, ja genau, so. Genau, ja, das stimmt. Ein Geschichtslehrer. Das Land der Einwanderer, muss man sagen, ja. Genau. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, ja. Einer meiner Geschichtslehrer hat mal gesagt, Amerika ist ein Experiment und wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, ja. Aber es ist schon interessant, ja. Ja, die Mexikaner nennen ja die US-Amerikaner oder die USA das Land ohne eigenen Namen. Und da gibt es auch so einen witzigen Sketch, wie einer an die Grenze kommt, an die mexikanische Grenze und gefragt wird, wo er herkommt. Und sagt, er kommt aus Amerika. Ja, aber woher genau? Venezuela, Guatemala, ja, nein, aus den USA, aus den Vereinigten Staaten. Ja, das ist schon klar, das haben Sie gesagt. Aber aus welchem Land kommen Sie? Das gipfelt dann so, dass der US-Amerikaner irgendwann ausrastet an der Grenze und dann der Zollbeamte einfach nur sagt, Sicherheitsdienst, wir haben wieder einen Verrückten. Und dann wird er entsprechend abgeführt, ja. Einen heimatlosen Verrückten. Das ist ganz witzig. Das heißt, aktuell arbeiten Sie nicht nur an dieser Memory Quest App weiter, die quasi Ihr Baby ist, sondern Sie arbeiten auch an anderem
Bildungsmaterial, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Grundschulen, also Volksschulen, sagt man in Österreich so. Genau. Okay. Genau. Da geht es darum, das Programm ist in Volksschulen eh schon recht verbreitet, zumindest in Deutschland, soweit ich weiß. Da kann man Arbeitsblätter, also im Moment gibt es für Windows und Mac, und da kann man Arbeitsblätter für Volksschüler zusammenbauen, sozusagen, also mit so Zahlenpyramiden zum Beispiel, und so Geschichten, was man in der Volksschule macht. Genau, und die wollen wir jetzt aufs, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da schon erzählen darf, aber da gibt es halt neue Entwicklungen, und da bin ich jetzt dabei, genau. Das ist noch Okay. im Anfang ein neues Projekt dort, genau. Ja, prima. Und was beginnt für Sie, wenn jetzt Memory Quest fertig ist? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt so viele Jahre mit dieser App beschäftigt, dass ich ehrlich über diesen Tellerrand noch gar nicht so hinausgeschaut habe. Ich habe zwar eine Liste, ich habe das vor ein paar Jahren angefangen, dass ich so, wenn ich Ideen habe für Projekte, dann schreibe ich mir das sofort auf, weil sonst vergisst man es ja wieder. Egal wie unrealistisch oder ja, das jemals umgesetzt wird. Aber da habe ich schon eine lange Liste. Und da gäbe es sicher einige Dinge, die ich machen könnte. Eine Idee vielleicht, da habe ich damals überlegt, ob ich das mache oder Memory Quest, also vielleicht wird es dann das. Erinnert sich noch jemand vor Jahren, also wenn ich Kind war, da hat es von Nintendo so Spiele gegeben, Game and Watch haben die geheißen. Das war mehr oder weniger so Vorgänger vom Game Boy, wo man so kleine, ganz billige Hardware, wo vorgezeichnete Objekte drauf an, und damit hat man mit zwei Tasten es dann spielen können. Und da habe ich mir überlegt, das wäre doch toll, wenn man auf der Apple Watch eine App machen würde mit dem Namen Game on Watch, und man dann wirklich auf der Uhr so ganz kleine Minispiele hätte. Das wäre zum Beispiel so ein Thema. Also man hört es vielleicht, ich bin kindisch und verspielt, und solche Sachen machen mir immer Spaß. Sowas macht mir Freude. Bin ich Immer. leicht zu begeistern. Sind Sie manchmal auch im Freien? Also gehen Sie auch manchmal raus in die freie Natur und gucken einem Eichhörnchen zu, wie es gerade aus einem Vogelnest Eier klaut oder so? Ja, Oder schon sehr gerne. sind Sie Also das ist. tatsächlich, oder sind Sie einer von denen, die nicht mitbekommen haben, dass es einen Corona-Lockdown gab? Also zum Corona-Lockdown muss ich sagen, ich gehe gern raus, aber im Corona-Lockdown war ich wahrscheinlich unter den Leuten, die am wenigsten davon betroffen waren, im Sinne von, weil ich sowieso von zu Hause arbeite. Was da in der Zeit dann sowieso ein Privileg war, dass man da gar nicht viel umstellen muss. Und ja, ich bin jetzt auch eher intro als extrovertiert. Somit hat sich es auch nicht gestört, dass man mal die sozialen Kontakte ein bisschen zurückgeschraubt hat für eine Weile. Aber was mir schon wirklich wichtig ist, ist Zeit in der Natur zu verbringen. Also gerade wenn man so alleine an so einem Projekt arbeitet, habe ich sehr hilfreich gefunden, einfach mal einen Waldspaziergang zu machen und sich die aktuellen Fragen. Es gibt ja immer wieder so Probleme, die man hat während der Entwicklung, oder so Fragen, welchen Weg geht man jetzt, wie löst man eine Sache? Und da gehe ich sehr gerne raus. Also entweder Radfahren oder wirklich so einfach einen Spaziergang im Wald, das bringt einen runter und lüftet ein bisschen das Gehirn aus, und dann, wenn man dann sich wieder vor den Rechner setzt, hat man meistens die Lösung, die man vorher einfach nicht gesehen hat. Also Ja. das ist für mich sehr wichtig, Und in der da haben Natur Sie etwas dann auch Zeit zu verbringen. Ihr Smartphone nicht dabei, wenn Sie dann so draußen sind und Ja, ich habe sie schon eingesteckt, aber im Wald habe ich tue sonst sehr gerne Podcasts hören. Also gerade im Fitnesscenter, da habe ich immer Podcasts drinnen. Aber Fahrradfahren und also der Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen, und im Wald habe ich sie auch nicht drinnen, die Kopfhörer, weil da denke ich mir, im Wald ist einfach diese ganze Atmosphäre, das Vogelgezwitscher und das Rauschen der Blätter, das ist so entspannend, da brauche ich sonst nichts. Ja. Das ist die Phase, wo ich mal wirklich das Handy zwar einstecke, aber auch nicht stören gehe, und wirklich, außer, ja, aber deswegen habe ich es mit. Das ist eigentlich schon der eine Grund, ich verlaufe mich sonst. Ich brauche immer, das schadet nicht. Das war auch eine Lockdown-Geschichte. Also beim ersten Lockdown, das kann ich vielleicht mal kurz erzählen, weil es lustig ist. Beim ersten Lockdown war es so, okay, ab Montag ist Lockdown, da war es Samstag in der Früh. Da habe ich gesagt, Mist, jetzt kann ich ja nicht mehr ins Fitnesscenter schließt, und ich brauche aber irgendwie Sport. Fahren wir noch kurz einkaufen und noch Laufschuhe kaufen. Weil ich hatte keine Laufschuhe. Habe ich gesagt, ja, muss ich mal laufen anfangen. Sind wir noch einkaufen gefahren am Samstag vor dem Lockdown.
haben Laufschuhe gekauft und dann bin ich, weiß ich nicht mehr, Sonntag oder Montag bin ich dann laufen gegangen und was ist passiert? Ich habe mich sofort im Wald verlaufen, bin irgendwo gestanden, auf keine Ahnung mehr gehabt, wo ich bin. Dann habe ich Gott sei Dank irgendwo eine Straße gefunden, die mir bekannt vorgekommen ist und dann bin ich auf dieser Straße dann zurückgelaufen und das war natürlich dann der Super-GAU, weil am Anfang soll man ja langsam beginnen und erst kurze Runden machen und so weiter. Ja, und jetzt hatte ich natürlich gleich, weil ich mich so verlaufen hatte, eine Riesentour und ja, habe mir die Knie gleich ruiniert. Da konnte ich wieder die ersten 4 Wochen sowieso nicht mehr laufen, weil ich erst die Knie wieder kurieren musste. Ja, na, deswegen ist gut, ein Smartphone eingesteckt zu haben, einfach um die Karten-App vielleicht aufmachen zu können für den Notfall. Wobei, zum Überleben ist eigentlich sich verlaufen hin und wieder sehr wichtig, weil sie dann nämlich auch irgendwelche Ecken finden, wo es Bären oder Bärlauch oder irgendwas gab, was sie bislang noch nicht gesehen haben. Ne? Also genau. Von daher, ich habe da Ecken gesehen, die ich noch nicht kannte. Ja, genau. Ne? Und meine Frau macht sich auch immer lustig, dass ich ohne Navigationssystem noch nicht mal von meinem Büro bis ins Badezimmer finde. Aber ich finde, ich lerne andere Räume kennen im Haus dadurch. Ich sehe auch, wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe schon Sehenswürdigkeiten oder neue Restaurants oder Geschäfte. Ach, hier war ich noch nie. Oh, da ist aber ein schönes Café, da könnte man mal hingehen und so. Ja. Also ich genieße es, mich zu verfahren und zu verlaufen. Man muss halt gucken, dass man genug zu essen dabei hat und sowas, ne? Oder genau, tatsächlich dann für Notfälle ein Handy, wobei man dann auch manchmal gar keinen Empfang hat hier in Deutschland. Ja, ja, das kann auch passieren, genau. Ja, aber grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, es ist gut, das Ding einmal auszuschalten und selbst zu versuchen zu navigieren. Wird mir auch gut tun. Also weil mein internes Navigationssystem ist leider auch benötigt Training, sagen wir es so. Aber vielleicht finden Sie ja irgendwann eine App, mit der man auch die Orientierung trainieren kann, oder das wird Teil Ihrer App und dann, genau, können Sie sich dann nochmal von Anfang an... Muss ich gleich auf meine Ideenliste schreiben. Ja, genau. Prima. Mensch, hat mir einen Riesenspaß gemacht. Dann lassen Sie uns in Kontakt bleiben und besprechen, wie wir Ihr Programm dann bei uns irgendwie integrieren können, sodass wir beide Spaß dran haben. Und natürlich dann auch die Abonnenten. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben hinsichtlich Inspiration brauchen oder irgendwelche Bilder, melden Sie sich gerne jederzeit. Wir sind ja jetzt auch über WhatsApp in Kontakt. Ja? Aha, bitte. Das wäre mir eine große Hilfe. Ja, das wäre wirklich, wirklich hilfreich. Gerne. Also vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. So wirklich sehr angenehm. Mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe an die Hörer, vielleicht wenn sich der eine oder andere runterlädt, würde es mich freuen und gerne auch einfach mir dann eine E-Mail schreiben. Es gibt in der App einen Kontakt-Button. Könnt mir gerne einfach schreiben, was ihr davon hält oder was ihr davon haltet. Und ja, ich freue mich über jedes Feedback. Genau. Ich würde Sie auch, wenn Sie damit einverstanden sind, in unsere Speed Learning WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Denn da können Sie auch immer Fragen stellen und aktuelle Themen, wenn Sie sagen, ich habe hier gerade einen Namen, der Herr Sriratanakul, und ich finde keine Assoziation, wie ich mir den Namen merken kann, ne? Dann geht das, dann mache ich gleich im Anschluss an unser Gespräch. Vielen Dank nochmal. Spitze, das ist eine große Hilfe, ja. Und wie gesagt, wir verlinken die App, verlinken wir in der Podcast-Beschreibung und dann weiterhin viel Erfolg und ich bin schon gespannt, ob wir bis Weihnachten die App fertig haben. Ja, ich auch. Also danke nochmal und gerne. Schönen Tag noch. Genau. Ja. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.